dir, was deine Liebe, dein Gegenüber wirklich von dir denkt. So. Lass die Karten fragen. Das Ganze dient hier natürlich ausschließlich Unterhaltungszwecken. Crosswatcher Reverse Energies as it applies. Und absolut wichtig und eine Voraussetzung für alles, meine Infobox durchlesen. Sehr wichtig. Okay. Stier. So. Liebeslegung, falls es noch nicht klar war. Liebeslegung. Okay. Es ist anscheinend was zu Ende gegangen. Und jetzt gibt es hier diese zwei Parteien, die zwei verschiedene Meinungen darüber haben, wie das Ende wirklich ausgesehen hat. Und jetzt ist die Frage, wie hat das Ende wirklich ausgesehen? Mhm. Unabhängigkeit scheint beiden Seiten wichtig zu sein. Okay. So. Oh. Die eiskalte Wahrheit. Cheers to life. Okay. Gut. Stier Kollektivfrequenz jetzt. Du, deine Liebe, dein Gegenüber, geteilte Energie und eine Überblickskarte. Stier Kollektivfrequenz. Okay, was geht ab? Neuanordnung. Was denkt deine Liebe, dein Gegenüber wirklich über dich? Eure Verbindung, eure Liebe, was ist das für eine Liebe? So, du, 7 Münzen. Ass der Stäbe, schön hier zu sein. Der Narr, okay, gute Aussichten für dich, gute Aussichten. Ich sehe, deine Energie öffnet sich, deine Einstellung öffnet sich, die Dinge finden neues Feuer. Neues Feuer scheint wichtig zu sein, irgendetwas neu anzugehen. Die Einstellung, das ist jetzt Einstellungssache auch für dich, deine Einstellung gegenüber der ganzen Situation, wie du das Ganze siehst, dein Blickwinkel darauf. Ich sehe, dass deine spirituelle Energie offen ist, deine Seele möchte sich öffnen, hier möchte von etwas losgelassen werden und hier auch vielleicht, dass du für dich einen neuen Entschluss fasst, wie du weiterhin damit umgehst, wie du die ganze Sache siehst und betrachtest. Jetzt. Prinz der Kelche. Okay. Jetzt ist die Frage, was hast du erwartet eigentlich? Die Sonne. Okay. Ja, also deine Einstellung gegenüber der Situation. Ich glaube, du siehst es dann auch. 8 Münzen. Okay, ja, das meine ich. Jetzt siehst du es literally. Was deine Liebe wirklich von dir denkt. Was dein Gegenüber wirklich von dir denkt. Die Person, die du liebst. Okay, du hast lange keine Veränderung gesehen. Vielleicht hast du dich gefragt, damn, so, was ist es mit diesem Menschen? So, was geht wirklich ab? Vielleicht wolltest du, dass Dinge sich schneller verändern. Vielleicht wolltest du schnellere Bewegungen und Veränderungen, dass irgendetwas einfach mehr Dynamik hat. Vielleicht wusstest du auch nicht, was du mit einer Sache erstmal anfangen sollst, was du von diesen Menschen bekommen hast. Und die Energie dieses Menschen gegenüber dir ist offen, herzlich, kleinherzlich, bisschen vielleicht auch zurückgenommen, orientiert das Ganze aber, dass ihr zusammen wächst und euch zusammen weiterentwickelt. Mit Zeit, ohne Druck,
Mit Zeit und ohne Druck ganz leicht, automatisch und natürlich, dass das Ganze angegangen wird. Also das ist hier einfach offene, leichte Herzensenergie. Und dieser Mensch sieht auch, hier Ast der Stäbe, hier die Sonne, das ist so beidseitiges Feuer, was entfacht wird. Auch ein bisschen hier, glaube ich, durch dein Blickwinkelwechsel, die Situation, wie sie gesehen wird und auch, und auch. Okay, vielleicht hat dieser Mensch ist vielleicht auch einfach feurig und er weckt auch Feuer in dir. Okay, geteilte Energie. 10 Kelche. Habe ich schon im Pre-Shuffle gesehen. 10 Kelche. 10 Kelche. Okay. Mäßigkeit. Geduld. Ganz viel Geduld. Hier scheint etwas in einem gewissen Tempo voranzugehen. Vielleicht wolltest du, dass es schneller geht, wie gesagt, und vielleicht bist du auch die Komponente, die jetzt dieses neue Feuer eventuell einbringen kann. Gleichzeitig ist es aber auch diese Art von Feuer, wo nichts erzwungen wird. Das ist so natürlicher Fluss und die Flamme, dass die Flamme sich natürlich erweitert und natürlich wächst. Eremit, Jungfrauenenergie. Okay, vielleicht hier Zeitkomponenten. August, Sommer, Frühjahr, Herbst, dann danach direkt, ja, September, September, November. Hier die Zeit. Jetzt gerade sind wir noch mäßig in dieser Zeit. Überblickskarte? 9 Schwerter. Okay. So die Stresskomponente, wie man vielleicht weiter mit dieser Situation umgeht. Man fühlt sich vielleicht auch ein bisschen alleine. Vielleicht siehst du aktuell nicht wirklich, wie dieser Mensch wirklich für dich fühlt. Dieser Mensch zeigt dir das vielleicht nicht. Dieser Mensch kommt auch vielleicht hier mit der Sonnenenergie, den 8 Münzen und dem Prinz der Kelche erstmal so rüber, als wäre. Die Verbindung mit dir vielleicht auch nur ein bisschen so platonisch. Also, das ist jetzt nicht so tief. Vielleicht möchtest du es hier tiefer. Und das Ganze ist noch ein bisschen oberflächlich. Leichte Verbindung. Eine leichte Verbindung, die ihr in der Vergangenheit hattet. Und du fühlst mehr. Du möchtest, dass es tiefer geht. Das ist schöne, angenehme Energie, die ihr zusammen erzeugen könnt. Und es fängt an mit der Einstellungssache bei dir, die ganze Situation von euch beiden mit einem anderen Blickwinkel zu sehen. Okay. An sich, wie deine Liebe dein Gegenüber von dir denkt. Offene Energie. Leichte kleine Herzensenergie, die bereit ist, die da ist, die etwas erfahren möchte, die mitten in einer Erfahrung ist. Und auch so ungebunden. Entschlossenheit, zukunftsorientiert, mit der Zeitkomponente der Geduld. Okay. Der Mond hier. Vieles im Verborgenen. Sonnenenergie. Okay. Die Gefühle. Okay. Was sind diese 9 Schwerter hier? Jungfrauenergie hier wieder unten. Hoffnungen und Erwartungen. Diese 9 Schwerter hier für dich. Was bereitet dir so viel Stress? Wo kommt dieser Stress her? Von der Sonne. Gegenwärtig. Gegenwärtig. Angst, Stress, Gedanken um die Zukunft. Wie sieht etwas zukünftig aus? Du möchtest, dass das Ganze eine ganz bestimmte Richtung annimmt. Du hast klares vor Augen, wie du möchtest, dass das Ganze aussieht. Deine Energie öffnet sich ja auch in der Tendenz. Der Anfang hier, euch neu zu sehen. Absichten, die geklärt werden müssen mit den 7 Münzen. Okay, 9 Schwerter hier, Königin der Kelche. Okay, das zeigt mir direkt schon ein bisschen, dass der Stress in dir drinne, vielleicht das alleine fühlen, das mit etwas sich alleine fühlen und alleine sein. Woher das kommt, dass es vielleicht neu und anders verstanden wird mit der Königin der Kelche. Vielleicht warum
du schon tiefer fühlst als dieser andere Mensch, warum du schon tiefer fühlst und dann auch ganz viel akzeptieren und offen sein, den Prozess des anderen Menschen so zulassen auch, dass dieser Mensch auch im eigenen Tempo sich entwickeln darf, auch dass diese natürliche Verbindung sich auch von natürlicher Art und Weise entwickeln darf. Okay, 9 Schwerter für Stier, König der Kelche, weil das sind, guck mal hier, König der Kelche, Königin der Kelche, das große Herz, das offene Herz, die Verbundenheit und die Liebe, die da ist. In der geteilten Energie fangt ihr auch an mit den 10 Kelchen, dann die Zeitkomponente mit dem Eremiten hier, mit einer, auch die 9 Energie. Mit dem Eremiten hier ist es so, okay, du fühlst vielleicht schon tiefer als dieser Mensch, und da seid ihr euch auch ähnlich, auf, okay, wie habt ihr euch kennengelernt? So aus dem Nichts vielleicht auch, irgendwas Sprunghaftes, Schnelles ist gekommen, ihr wurdet komplett mitgerissen vielleicht voneinander, und dann ist es vielleicht auch irgendwie aber dabei geblieben. Ihr habt immer noch eure separaten Wege, die ihr geht, okay? Und hier wird jetzt ganz viel zugelassen. Okay, schönes Herz, schöne Verbindung, schöne Liebe. Ganz klar, die Sache hier. Ass der Kelche, also ja, jetzt geh, also ja. Ass der Kelche, Königin der Kelche. Das ist auch ein bisschen jetzt so, wenn ich mir das angucke, Überblicksenergie, 9 Schwerter, okay? Das ist so ein bisschen unbegründeter Stress in dem Sinne auf diese Verbindung bezogen. Und dann neu sehen, warum du vielleicht so viel Stress auf diesen Menschen spiegelst. Wo der Stress eigentlich herkommt, und dann mit dem Narren auch hier die Null-Energie, Neutralität neu auf eure Verbindung einkehren lassen und dann sehen, wie sich eure Verbindung ganz natürlich entwickelt und der Stress, den du in Bezug auf diesen Menschen hast, dass der woanders Wurzeln hat und nicht wirklich in der Verbindung und dass du diesen Stress vielleicht auch nicht auf diesen Menschen trägst, weil die 7 Münzen hier mit dem Prinz der Kelche, offene Energie, gezinkt, 10 Kelche hier geteilt, ist so, das Herz ist da, du wolltest vielleicht mehr und das ist aber ein anderer Punkt, bei dem das hier gepackt werden kann, gepackt werden darf. Also im Überblick, Ass der Kelche, die Liebe ist da, auch erstmal in dir, gleichzeitig auch in euch beiden, das zu sehen, vielleicht auch so in eurer Dynamik die Rollen neu zu erkennen. Okay, so, hier bist du. 7 Münzen für Stier. Die 7 Münzen für Stier. Was zeigen jetzt hier die 7 Münzen für Stier? Stier-Kollektivfrequenz, die 7 Münzen für Stier. 7 Münzen für Stier in dieser Verbindung. Was ist wichtig aus den 7 Münzen bitte für Stier? 4 Kelche. Das habe ich mir schon gedacht, nämlich, dass vielleicht die Art, wie in letzter Zeit kommuniziert wurde mit diesen Menschen, nicht so war, wie du dir das gewünscht hättest. Oder nicht so war, also ist die Schritte, dass man keine Veränderung gesehen hat eventuell und du wolltest die Veränderung. Und gleichzeitig sehe ich hier, dass dieser Mensch schon mit dir kommuniziert hat, schon auf eine Art versucht hat, mit dir zu kommunizieren. Reverse Energies as it applies. Aber hier ist auch so gleichzeitig so ein Aspekt, 4 Kelche und 7 Münzen, das ist auf eine Art ähnliche Energie aus der Erde und aus dem Wasser. Vielleicht ist dieser Mensch auch, also hier ist Heavy Wasser auch generell zu sehen, tiefes Gefühl. Auf jeden Fall ähnliche Energien, das ist so ein Hauch von Unzufriedenheit einfach. Ja, okay. Mehr dazu? Kraft. Okay, Kraft hier. Gegenwartsorientiert, die du neu findest, die du neu fasst. Okay. Mäßigkeit, Geduld, Zeit. Für auch den Kampf in der Liebe, neu angehen, neu sehen. Ja, schön. Okay, gut. Ich sehe, du verstehst. Sehr schön. Weiter in dieser Energie, Gerechtigkeit und ganz viel Vertrauen. Ganz viel Vertrauen. Ja. Ganz viel Vertrauen und die Einstellung, die sich gegenüber dieser Situation ändert. Schön. Schön, das zu sehen. Ja. In der geteilten Energie gegenwartsorientiert. Zusammen. Der Weg, der zusammengegangen wird. Ganz simpel. Ganz, ganz simpel. Okay. Das Ass der Stäbe hier für Stier. Stier-Kollektivfrequenz. Gegenwartsorientiert. Was ist wichtig aus der Ass der Stäbe-Energie? König der Kelche. Okay. Skorpion-Energie, 2-mal, Hohepriesterin. Hast du noch Skorpion-Placements?
Das ist auch so diese Energie. Guck mal, das Gericht hier, genau, Gericht und Gerechtigkeit. Vielleicht hast du von diesem Menschen erwartet, dass sich dieser Mensch mehr öffnet und gleichzeitig hast du dich noch nicht mehr geöffnet. Und dann dieses, okay, wie viel macht dieser Mensch, wie viel mache ich? So, diese Balance für dich, was auch immer du damit anfangen willst, fang das damit an. Sieh es mit Leichtigkeit. Fang das damit an. Fang damit an. Fang damit an. Okay. Die Narrenenergie, zwei Schwerter. Etwas, was unausgesprochen ist, was vielleicht in deiner Macht ist. Vielleicht auch, dass du diesen Schritt machst. Weil du etwas erwartest. Die Energie hier ist offen und leicht. Offen und leicht und ruhig, lebhaft, sehr lebendig. Sehr lebendige Energie von dem Gegenüber, okay? Der Narr, die zwei. Gute Aussichten, wie gesagt, also das Feuer, das du nutzt für dich, indem du dich einbringst, indem du vielleicht auch erkennst, wo der Kern der Sache vielleicht liegt. Ast der Stäbe, Ast der Kelche, was gerade eigentlich noch so abgeht, was für Aspekte, die anderen Aspekte, wo du lange keine Veränderung gesehen hast, wo du Veränderung sehen möchtest, wie das im Zusammenhang steht und dann jetzt hier auch das Fokus für dich auf das, was dir eigentlich wirklich wichtig ist. Das sind auch ein bisschen so diese kleinen Erfolge, die Kle Guck mal, Doppel-Sechs-Energie. 6-6. Luft. Luft und Feuer. Luft und Feuer. Eine neue Richtung für die Zukunft. Diese Einstellung auch haben, okay, es kann sich. Okay, das ist aber eine andere Energie, die sich hier verändert. Es ist eine andere Energie, unabhängig von der Verbindung zu diesem Menschen in deinem Leben, die sich verändert und auf die du dich jetzt einlassen kannst, auf die du auch, glaube ich, mehr Fokus setzen kannst, da der Rest hier sehr offen ist. Offen und da am Start. Okay, wir machen, ja. Prinz der Kelche. Prinz der Kelche auf Prinz der Kelche. Leute, die Welt der Sterne. Prinz der Kelche auf Prinz der Kelche. Die Entwicklung, die Tendenz, okay. Für den Prinz der Kelche hier war doppelt für diese beiden. Für diese beiden, die sich lieben. Der Eremit. Der Eremit, okay. Die Verbindung, ganz. Ich habe das jetzt schon zwei, dreimal in dieser Legung gesagt. Auf natürliche Art und Weise so richtig zusammenkommen lassen. Ich sehe, dass auf eine Art ihr beide gerade in unabhängigen, selbstständigen Kapiteln seid. Du gehst gerade deinen Weg. Dieser Mensch geht gerade den Weg. Und ich sehe ab und zu einen Austausch. Und dieser Austausch entfaltet sich auf natürliche Art und Weise ganz klar in eine Richtung mit Halt und Stabilität, in der du aufblühst mit der Narrenenergie, zukunftsorientiert auch mehr Leichtigkeit findest und Entschlossenheit, die Dinge auch in ganz neuem Licht siehst, auf dein ganzes Leben bezogen. Und unterstützende Energie hier aus der Komponente von diesem Menschen, okay? Eremit-Energie hier. Okay, auch einfach Jungfrauen-Energie. Ich habe gerade den Punkt ein bisschen verloren. Die Liebe zwischen euch, das ist jetzt auch ein bisschen diese Energie, die verschiedenen Formen, in der die Liebe kommt. Also nicht nur dieses 0815, in einer Beziehung sein. Das ist eine breitere Fläche von Liebe, die ihr zueinander spürt und diese Liebe auch in anderen Arten ausleben. Also wie die Liebe zwischen euch ausgelebt wird, glaube ich. Dass da eine Veränderung mit einkommt in Bezug auf, wie du die ganze Situation siehst, dass etwas zugelassen wird, dass du vertraust und auch neu Mut fasst mit etwas und hier von innen nach außen etwas zulässt, richtig. Einstellungssache für dich, auch auf einen anderen Aspekt noch bezogen, den du in Verbindung siehst mit dieser Person, diesem Menschen. Vielleicht auch in Verbindung, wie ihr euch kennengelernt habt. Okay, die Auswirkungen. Noch eine für hier, Eremit-Energie. Was ist wichtig in dieser neuen Energie? Die neuen scheint gerade stark durchzukommen für beide Seiten, geteilt und hier für diesen Menschen. Der Gehängte, das ist dieser Perspektivwechsel, genau. Der Perspektivwechsel auf die ganze Dynamik. Und ich sehe, dass sich hier etwas wunderschön entfaltet, natürlich entwickelt und das Ganze darf jetzt zugelassen werden. Fokus ganz, ganz neu, die Liebe jetzt ganz, ganz neu kennenlernen, die verschiedenen
Form, in der die Liebe kommt und vielleicht auch die Liebessprache des anderen neu irgendwie kennenlernen, auch deine eigene Sprache neu kennenlernen, auf die einlassen. Okay. Letztens hat eine Frau, ich glaube, es war noch, letztens hat jemand kommentiert, was der Klang der Schale bedeutet. Manchmal spüre ich einfach, dass ein Klang hier so, das ist so wie so eine Neutralisierung. Manchmal ist es auch einfach nur ein Kick oder ein Pep. Das ist so einfach wie ein kleiner Stoß. Hat keinen tieferen Sinn. Okay, die Sonne. Oh. Das ist sehr frische Energie. Es kann durchaus sein, dass dieser Mensch jünger ist als du. Das ist sehr frische Energie, auch wenn dieser Mensch nicht jünger ist als du. Das ist junge Energie, das ist aktive Energie, das ist Energie, das ist auch sehr lebensoffene Energie. Also wie gesagt, die Energie dieses Menschen gegenüber dir ist sehr offen. Sehr offen, sehr breit auch. Okay, die Sonne für König der Münzen. Hier auch wieder jetzt genau dieser Gegenpol. Das kannst jetzt du sein, vielleicht dieser Mensch, wie die leichte Energie in diesem Menschen zum Vorschein kommt, in Verbindung mit dir direkt. König der Münzen hier du. Auch Leichtigkeit im Gefühl. Dieser Mensch lässt für dich... dieser Mensch lässt dich tief fühlen und du lässt diesen Menschen frisch sein und aufblühen auf eine Art. Okay, noch eine für die Sonne hier in der Verbindung, gegenwartsorientiert, gegenüber Stiers Liebe, das Einbringen. Und das, die fünf Stäbe habe ich vorhin schon gesehen, hier sind nämlich die sechs Stäbe, hier ist das Ast der Stäbe. Und das ist dieses Einbringen und auch zukunftsorientiert, dieses erfolgreiche Zusammensein in der Beziehung, aber auch die Beziehung neu angehen. Page der Stäbe ist auch so diese Energie, die ist so offen und neugierig in neuen Erfahrungen. Also Dinge, die anders sind, die anders gemacht werden. Etwas, was ganz neu gesehen wird, etwas, was ganz neu erfahren wird, etwas, was ganz neu erlebt wird und dass das richtig zugelassen wird und etwas, was auch immer da ist, auf das man sich immer verlassen kann, zusammen in dieser Dynamik von euch beiden. Okay, acht Münzen, Ass der Stäbe, hier ist es, für den Eremiten. In der Zeit, okay, in der Zeit mit dem Eremiten, in der Zeit hier ganz, ganz viel Geduld auch vielleicht mit diesen Menschen haben, ganz, ganz viel Geduld auch vielleicht mit dir haben in Verbindung zu dieser Situation, auch lieb zu dir selbst sein hier, mit wie du über diese Situation denkst oder wie du mit der Situation umgehst, dass du dir selbst auch Geduld zeigst, dass du selbst mit dir auch geduldig bist in der Komponente hier von der Zeit. Okay. Für die acht Münzen stehst gegenüber in der Liebe, das Feuer, das neun Kelche. Da kommt wieder die neun durch, die wichtig zu sein scheint, eure persönliche Wunscherfüllung zu sehen, okay, was für einen Weg gehst du gerade, was für einen Weg geht dieser Mensch gerade, zusammen, langfristig, wie sich das entwickelt, was wir schon alles Starkes fühlen, alles, was schon ist, ohne dass man es vielleicht sagen muss. Hier diese Bestätigung, die du vielleicht im Inneren willst, deine Energie, die sich aber auch öffnet, auf das alles, sobald du hier etwas neu siehst, in dem, wie du damit umgehst und was schon alles da ist. Wunscherfüllung, Mäßigkeit. Noch eine hier für die drei Kelche in der Verbindung. 9 und 3, die 3 kommen schon hier durch, die drei Kelche, in der Wiederverbindung, in der Leichtigkeit der Dynamik. Das ist aber auch ein bisschen so, vielleicht, falls du diesen Menschen, es kommt gerade stark durch, falls du diesen Menschen sehr, sehr tief schon liebst, ist es auch für manche aus dem Stierkollektiv tatsächlich, glaube ich, so, dass man jetzt diese Dynamik einfach auf einer anderen Basis sieht und sie für manche, nicht für alle, und einfach sieht, dass dieser Mensch gerade unabhängig unterwegs ist und das, was du dir vielleicht von diesen Menschen erhoffst, du dort nicht findest. So gesehen. Dass du es erstmal woanders findest, das, was du eigentlich von diesen Menschen willst, okay? Für andere aus dem Stierkollektiv ist es einfach ganz viel zulassen und hier, guck mal, mit der Zeit genau das. Also ganz viel für dich in deiner Einstellung, was du zulässt und wie du es angehst und ja. 10 Kelche jetzt für euch beide in der geteilten Energie. Ich habe jetzt so auch das Gefühl, dass ihr vielleicht in der Vergangenheit in einer
Liebesbeziehung wart, aktuell eventuell nicht mehr seid, vor kurzem eine neue Wiederverknüpfung hattet, die war vermutlich klein war, die Hoffnung in dir erweckt hat, du hast vielleicht gesehen, okay, daraus kann trotzdem noch nichts Neues entstehen. Gleichzeitig seid ihr jetzt wieder in einer Verbindung, in einer Dynamik. Und dieser Mensch hat sehr offene Energie, die bereit ist für vieles. Gleichzeitig vielleicht nicht genau das, auf das du hoffst. Deswegen hier auch irgendwie neu abschätzen und schauen, wo die Erwartungen herkommen und ganz mit Neutralität die Verbindung ansehen. Und für was auch immer du möchtest, das Ganze offen angehen. Ich sehe hier eine Richtung, in die ihr zusammengeht. Wie gesagt, aber auch auf diesen so nebeneinander. So. Okay, so 10 Kelche jetzt für Stier. In der geteilten Energie. 10 Kelche jetzt hier. 10 Kelche. 10 Kelche. Anderes Deck. Die Welt. Anderes Deck, literally. Das bedeutet neuer Zyklus. Steinbock-Energie. Die Lust. Mhm. Die, okay, machen wir. 10 Kelche für euch beide. So, der Zyklus, in dem ihr in der Vergangenheit wart. Die letzten Fäden, die geschlossen werden, dass du vielleicht auch die Vergangenheit jetzt in einem neuen Blickwinkel siehst, dich neu darin erkennst, ganz viel auch der Zeit überlässt, neu deine Kraft richtig einbringst. 10 Stäbe. Druck, der besteht im Gefühl. Was kannst du vertrauen? Welchem Gefühl kannst du vertrauen? Mhm. Noch eine hier für die 10-10. Die 10 nocken sich dann aber auch ein bisschen aus. Ist das also ein neuer Zyklus, der hier initiiert wird? Was ist das hier mehr über diesen Zyklus, bitte? Von der 0 auch, mehr über diesen Zyklus, plus minus. Stier. Die Königin der Schwerter ist rausgefallen. Die Königin der Schwerter haben wir auch schon am Anfang gesehen mit den 10 Schwertern und der Königin der Münzen. Kann man jetzt auf zwei Seiten betrachten. Für manche aus dem Stierkollektiv sehe ich hier, dass das Ganze ganz einfach ist, ganz simpel ist, die Einstellungssache für dich in Bezug auf diesen Menschen. Ganz neuer Boden, der entsteht, so neue Samen, die man pflanzt, neues, was wachsen darf und kann, wird es nur zugelassen. Für andere aus dem Stierkollektiv sehe ich das hier so, dass jemand wirklich, dass das Herz, dass die Liebe, die war in der Vergangenheit, ich sehe, dass sie sehr stark war, dass gleichzeitig hier sich aus einer Schiene zwei Menschen zusammengewachsen sind und dann gesehen haben, okay, vielleicht funktioniert es parallel erstmal besser, weil ich sehe, dass ihr euch gerade in eine gleiche Richtung entwickelt, gleichzeitig auf Schienen, die nebeneinander laufen. Königin der Schwerter ist eine entschlossene Energie, eine kühle Energie. Hier ist die Luftenergie im Überblick mit dem Ast der Kelche. Klar, der König der Kelche in sich gekehrt, du, Königin der Kelche, auch dieses, das ist dieses Schützen des Kelchs. Der Blick nach innen und das Schützen des Kelchs mit dem Ast der Kelche. Also schon energetisch gesehen dieser Neuanfang, diese neue Liebe. Liebe an sich als großes Thema hier, wie mit der Liebe umgegangen wird. Auch dieser neue Blickwinkel und dieser Perspektivwechsel auf die Liebe. Und hier auch mit dem Gefühl und mit dem, wie das Ganze kommuniziert wird hier, was angenommen wird, was erwartet wird. In der Umsetzung, also hier auch etwas klar neu sehen, wirklich. So, in Mäßigkeit, Schütze-Energie, Mäßigkeit, 5, 5, 10. Okay, das Feuer, der Druck im Feuer. Es kommt mir stark so rüber, als gibt es für dich hier noch so einen Punkt, dass du dich noch stärker von der Vergangenheit trennen darfst. Und dass alles, was aktuell jetzt wirklich ist, dass das auch wirklich neu, komplett neu angegangen wird. Fünf Stäbe, zwei Kelche, auf die Mäßigkeit. Noch eine Karte in der geteilten Energie gegenwartsorientiert, bitte. Die Liebe hier. Guck mal, da sind wieder die 7 Münzen für dich.
dieses Absichten klären, dir klar über die Vergangenheit sein, was hast du aus der Vergangenheit gelernt? Für viele scheint es hier zu sein, die Kraft neu in sich, also viele haben hier, glaube ich, die Kraft neu in sich entdeckt mit der Kaiserin, der Herrscherin-Energie. Und die Kaiserin, die Herrscherin-Energie ist eine unabhängige Energie. Es ist die Energie, like Archetyp, Mutter, like die Macherin, die Göttin, der Schwan, die Verbindung, die Liebe, das Herz, die Blüte, das ist alles. Und in dir, okay? Was du daraus gelernt hast. Und dann der Magier, was du in der Realität sehen möchtest, was du hier gerade manifestierst. 7 Münzen, hier für dich, aus dem die Kraft und das, was du schöpfst, das, was du schaffst, hier Ass der Kelche ist da. Dann hier diese Energie, die noch drückt, okay? Also neuer Fluss. Mit viel Leichtigkeit und vieles jetzt auch klar sehen, was zurückkommt zu dir und was dieser Mensch dir wirklich gibt. Was gibt dieser Mensch dir wirklich? Okay? Eremit. Ritter der Stäbe. Feuer. Uff. Okay. Die Sonne. Da, für manche aus dem Schildkollektiv ist es jetzt, kommt es heavy so rüber. Du kommst zurück auf den König der Kelche, okay? Die Sonne fällt hier auf die Königin der Kelche. Hier, das ist auch genau dieses. Du möchtest, dass dieser Mensch sich mehr öffnet, damit du vielleicht mehr Vertrauen auf diesen Menschen hast. Aber das ist auch so. Ihr scheint auch sehr ähnlich zu sein. König der Münzen kann auch hier dieser Mensch sein. Hier auch mit der Doppelung im Ritter der Kelche, wie ihr miteinander redet. Und dann, dass du mit dem Ass der Stäbe intuitiv vielleicht, bisschen auch, jetzt diesen, okay, ich mach das jetzt so, und dass du dich noch mehr öffnest, weil der König der Kelche ist ja in sich gekehrt. Das Ding ist, es ist auch wichtig, dass der König der Kelche in sich gekehrt hat, weil er so den Überblick behält. Die Könige wollen die Macht haben, wollen die Kontrolle haben, weil sie ein Königreich haben, über das sie herrschen, okay? Das ist jetzt für diese Stiere, auf die das zutrifft, mit diesem Leichtigkeit in der Verbindung neu, hier deine Kraft neu sehen, okay? Okay. So, der Eremit, noch eine für den Eremiten, 4 Feuerenergie, 10 Münzen, schön. Okay, wir haben hier schon die 10 Kelche gehabt, in dem Gefühl aus dem, was war. Darauf dann die 10 Stäbe, der Druck, der besteht, vielleicht auch nur eine Partei, die versucht hat, etwas alleine nach vorne zu bringen. Dann ein Durcheinander, Hohepriesterin hier wieder, vielleicht weil man zu bestimmten Zeitpunkten nicht auf die Intuition richtig gehört hat oder die innere Stimme nicht richtig wahrnehmen wollte. Vielleicht hat man auch ganz klar gesehen, was hier die Fakten waren und sich dann von etwas anderem leiten lassen und dann hier aber auch zukunftsorientiert die Tendenz, die Stabilität mit den 3, mit dem einen Schritt, der von hier kommt und dann das, was wirklich ist, für das, was werden kann. Zwei Münzen. 8 Münzen sind ja hier. Prinzessin der Scheiben. Für manche Stiere ist es auch so, dass jetzt vielleicht wirklich ein Risiko eingegangen werden darf. Und das sind dann diese Aussichten. Entweder so, ich glaube, so oder so wird dieses Risiko dich voranbringen, vorne, dich nach vorne bringen. Scheint auch Klarheit einbringen zu können, falls es immer noch Stress für dich irgendwie verursacht. Manche können hier ein Risiko eingehen. Manche, nicht alle, bitte nicht alle. Nur für manche spezielle. Die das nochmal anders fühlen mit den parallelen Wegen und dem einen Weg und wie es sich gerade getrennt hat. Also das ist jetzt nur für manche. Okay. So, Stierkollektivfrequenz. Ich ziehe jetzt noch eine heilende Energie für dich und deine Liebe. Im großen Sinne. Eine heilende Energie für dich und deine Liebe. Eine heilende Energie für dich und deine Liebe in der Leichtigkeit. So. Das ist schon alles gesagt. Was ist noch unausgesprochen? Was ist wichtig vielleicht, dass es gesagt wird? Erneuerung. Aha.
Aha, hier das Blau, hier das Blau, in deinem Blickwinkel, was du siehst, was du tust, Vertrauen hier, sehen, ein Schritt nach dem anderen, für die Zeitkomponente in der Tendenz, das Risiko auch vielleicht mit dem noch zurückhalten und dann auf den Zeitpunkt warten mit der Geduld. Ja. Okay, Erneuerung. Vieles, was wächst, neu. Erneuerung, der Lotus hier in der Blüte der Kaiserin. Der Lotus hier. Check die Infobox ab, folgt mir auf Instagram. Milovana, hör meine Musik, stream meine Musik. Erneuerung. Okay. Gut. Okay. Stier, Dankeschön für deine Zeit. Ich hoffe, diese Legung konnte dir einen kleinen Anstoß geben. Und wir sehen uns.